Willkommen zurück zu einer weiteren Episode von Let's Play Kingdom of Fire the Crusaders. Beim letzten Mal waren wir in Brimstone Forest, um uns einen Weg durchzuschlagen nach Youngsburg. Wir haben noch eine Station vor uns, das ist Bronzewood, bevor wir dahin gehen. Ich hätte versehentlich da schon drauf gelenkt und dann hat er auch noch nicht gemacht. Egal. Wir gehen nochmal in die Kaserne und ein bisschen upgraden. Gut, Candle ist jetzt auf 36. Schnell zu den Bogenschützen. Nur ein bisschen, weil wir brauchen jetzt... Ich weiß, dass wir in der nächsten Mission die Mörser brauchen werden. Deswegen gucke ich, dass ich die Mörser noch auf Stufe 40 kriege. Oder okay, fast 40, 39 ist auch akzeptabel. Jetzt sollten wir die Paladin ein bisschen... Na gut, nicht mehr viel auf Level, egal. Bogenschützen geht auch nicht mehr. Ja, ein 5 GP bringt auch nicht mehr viel. Okay, gut. Ich würde jetzt umgekehrte Reihenfolge gehen. Ich würde jetzt anfangen, hier bei den Ballons aufzuleveln und dann nach oben wandern. Da haben wir hier einmal TP-Verbesserung, das ist gut. Weil wir haben nämlich in der nächsten Mission wahrscheinlich, wenn ich es noch richtig in Erinnerung habe, einen Sumpfmammut vor uns. Das bedeutet, es ist schon wichtig, dass wir dementsprechend aufleveln für das Sumpfmammut. Sturmreiter kriegen jetzt auch eine bessere Ausrüstung, hier TP plus 10%. Ich verkaufe den Rest, was ich im Gepäck habe, was ich mehr brauche. Dann schauen wir uns die Mörser an, die sind auch wichtig dementsprechend für Sumpfmammuts. Hier haben wir EP-Gewinn, da hätten wir TP-Gewinn. Nein, dann lassen wir das so, das ist nämlich besser so. Weil hier ist auch schon eine schöne Erhöhung des Ganzen. Dann verplempern wir jetzt erstmal das Gold wieder in Kendalls Haupttrupp. Hier was verbessern will. Verbessern, oh Gott, was ist das in Deutsch? Verbessern will. Vielleicht jetzt mal meine Offiziere. Die haben ja auch mal ein bisschen bessere Auslevelung verdient. So, da geben wir denen hier so ein 7er Kolben. Und 10er Schild. Und noch eine bessere Rüstung. Und das gleiche trifft meinen Duane hier. Okay, ich kann mir doch nichts mehr leisten, gerade für den. Aber wir können seine Fähigkeit, seinen Heilig, noch verbessern. Das ist wichtig für unsere Truppe. Gut! Damit machen wir uns auf zur nächsten Mission. Kurz halt wieder in Brimstone Forest. Ab nach Bronzewood. 3 Truppeneinsätze, 2 auf Reserve. Alle Feinde vernichten. Vor sich ein Sumpfmammut. So, Candle haben wir dabei. Dann nehmen wir die Mörser mit. Ich nehme die Langbogenschützen mit. Weil die haben einen schönen Fernkampf und können auch heilen. Und natürlich meine beiden Lufteinheiten. Auf geht's! Wahrscheinlich werde ich wieder die hinteren Einheiten zuerst angreifen. Gut, offene Formation. Und ihr seht, es geht los. Da sind Lufteinheiten. Also dürfen sich... Boah, da ist auch das Sumpfmammut. Also lasse ich die Mörser auch schon gleich dahin schießen. Und mit Candle. Warte mal ganz kurz. Keine Bogenschützen bisher in Sichtweite. Ah, ein Skorpion. Mit Candle helfen wir jetzt hier aus in den vorderen Reihen. Gut. Ach man, meine Bogenschützen sind im Nahkampf. Raus da. Gut, wisst ihr was? Dann schicke ich jetzt meine Bogenschützen immer mit Candle hinterher. Ich muss nur dafür sorgen, dass sie sich zurückziehen. Los, rennt weg. Haut ab. Und dann greift ihr halt mit Candle zusammen da oben, die dunkle Elfenkämpfer an. Dann wir arbeiten uns das, wir arbeiten uns den Platz hier von oben nach unten durch. Das ist nicht gut mit den Mörsern. Wisst ihr was, dann bewege ich alle meine Truppen jetzt nach da oben. Ihr geht jetzt immer zusammen los. Das ist, glaube ich, besser. Wir sind in einem Nahkampf geraten. Also gut, los geht es. Mal gucken, was wir hier vor uns haben. Das Sumpfmammut kann ich auch mit meinen Truppen ausschalten, wenn ich hier aufgeräumt habe. Ist kein Problem. Dann sorgen wir dafür, dass unsere Truppen alle ziemlich nah beieinander bleiben. Ja. Wie dem auch sei, wir schalten jetzt erstmal dieses Bataillon aus. Es sollte kein Problem sein, mit dem fertig zu werden. Ich meine, wir sind... Ach, hier ist der Anführer. Oh, cool. Auf dem Pferd sitzt die. Na toll, ich habe die zu spät bemerkt. Weil ich da oben rumgemacht habe, ein bisschen erzählen wollte. Ich wollte sagen, ja, sind ja nur lächerliche Dunkelelfenkämpfer. Die sind kein Problem für uns. Okay, wir gehen jetzt vor gegen die da. Meine Mörser bräuchten Hilfe. Warte mal, wo sind die denn? Auf der Karte. Da drüben. Heil die mal mit. Gut. Und da dürft ihr die Lindwürmer angreifen. Bogenschützen. Und wir kümmern uns um die Orks hier.
Erstmal gucken, ob ich einen Anführer sehe. Ah, da haben wir einen. Den hole ich vom Pferd. Ja, okay, wenn es ein Pferd ist. Das sieht eher aus wie so eine Art Wildschwein oder sowas. Mit, aufgespießten Hörnern, so als Zaumzeug. Schön hier bleiben. Ich gehe. Da sind andere Soldaten noch. Ich sehe. Sehe ich einen Ogel in der Fällung? Oder was? Nein, Einbildung. Das könnte auch eine Einbildung sein. Okay. Wenn das jetzt hier gleich geklärt ist, dann werde ich Candle's Group wahrscheinlich rein, sonst verliere ich die. Gibt es hier noch irgendwo einen Anführer, den ich töten möchte? Mal gucken. Nein, hier ist niemand. Hey, hey, hey. Stirb. Oh, habe ich dem das Schild weggeschlagen? Das war eine schöne Schildspalterei hier. Was ein schlechter Wortwitz. Stirb. Oh Gott, diese Orks sind teilweise ziemlich widerspenstig hier. Ah, wir sind momentan gut gelevelt, aber nur weil diese Mission vielleicht jetzt einfach erscheinen mag. Das ist nur die Ruhe vor dem Sturm. Glaubt's mir, wir haben nämlich gleich nochmal einen richtigen Wendepunkt in der Story, nach dieser Mission wahrscheinlich schon. Und danach wird das Ganze überhaupt kein Zugriff mehr. So, heilen wir uns. So oft Kurate wie möglich verwenden. Wir hört schon, nein, nicht hört, aber man merkt schon in der Entfernung, wie das Nymphenmammut herumstampft. Wir machen aber erstmal Platz in den vorderen Reihen, dass wir da überhaupt angreifen können. Was haben wir denn hier für ein Gefecht? Achso, das ist meine Bogenschützen. Warum greifen die? Pass auf, die greifen. Okay. Ich muss aufpassen, dass ich die Mörser nicht vergebe. Deswegen darf ich die Mörser da angreifen. Aber wir müssen auch die Mörser heilen. Warte mal. Mörser da drüben. Gut. Und jetzt dürft ihr weiter angreifen. Die Lindwürmer. Hol mir die Lindwürmer vom Himmel. Gut, in der Zwischenzeit sind wir hier in der Infanterie. Okay, die ist gleich tot. Aber hier ist der Anführer. Aber ich konnte mich überhaupt nicht bewegen, weil die Mörser hier blindlings durch die Gegend schießen. Egal. Komm her. Fällt's auch gleich. Okay, meine... Nein, hier wird nicht gezaubert. Oder was immer du machen wolltest. Ja, eigentlich machen Orks nur so eine Art Berserker-Attacke. Meine Sturmreiter sind wohl in einen Nahkampfgefecht geraten. Wichtig ist, dass wir dafür sorgen, dass die Flügelbombe und die Mörser übrig bleiben. Denn die sind die einzigen, die sich mit dem Sumpfmammut anlegen können. Alle anderen machen dem keinen Schaden. Von daher... heilen wir erstmal. So. Sind die Bogenschützen jetzt noch im Kampf gegen irgendwelche Lufteinheiten? Warte mal, da sind... Ne, das sind keine Lufteinheiten. Gut. Wir schicken als aller gegen diese Infanterietruppen dort. Jedoch nicht die Mörser. Die Mörser lassen wir jetzt... Da hinten sind Bogenschützen. Okay. Die Mörser lassen wir jetzt dennoch... das Sumpfmammut angreifen. So auch der Flügelbomber, den Flügelbomber. Moment, Sumpfmammut ausgelöst. Gut, in der Zwischenzeit. Aha, hier wird auch wieder ordentlich gemesselt und da haben wir einen Anführer. Dich kriege ich. Dich kriege ich. Komm her. Ihr seht, mittlerweile kommt es einem sofort, ob Kendall nur noch so die Drecksarbeit machen darf. Alle anderen haben den Spaß. Nein. Aber ist nicht so. Keine Sorge. Gut, wir heilen. Denn das Sumpfmammut greift Kendall an. So, in der Zwischenzeit würde ich jetzt mit Kendall die Bogenschützen dort angreifen. Aha, das sind Bogenschützen, die müssen wir ausschalten. Gut, dann gehen wir mit Kendall gegen diese Bogenschützen vor. Die zaubern nämlich Schneesturm. Jetzt müssen wir aufpassen. Die Kuratio steht bereithalten. Schneesturm ist ein ganz böser Zauber. Deswegen müssen wir uns sofort beeilen, da hinzukommen. Denn wenn wir zu lange beim Schneesturm brauchen, vernichtet er uns mit einem Schlag. Hallo, würdet ihr bitte aufhören zu jubeln und mit angreifen? Ich glaube es nicht. Okay, ich werde gleich mal den Status überprüfen, wie es um das Sumpfmammut bestellt ist. Das ist ja immer noch dort, wo da im Hintergrund diese Art Schlammkugeln auf dem Boden niedergehen. Aber in der Zwischenzeit kümmere ich mich um diese dunklen Elfeneinheiten hier. Ja. Still. Komm her. Okay, ausgeschaltet. Na komm, das geht auch. Gut. Das sah doch gut aus. Warte mal, jetzt wollen wir mal gucken.